Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, es geht direkt wieder in den Boss, diesen Baum, der wohl, ich weiß nicht, irgendein Hippie, der zu sehr Bäume geliebt hat, hatte wohl ein Kind mit einem Baum. Und daraus ist das entstanden. Da laufen wir jetzt weiter rein und bitte die Kommentarsektion frei von Spoilern oder Backseat Gaming halten. Ich versuche das hier ohne Hilfe zu schaffen. Wer liebt, Dankeschön. Weiter geht's. Ach. Ihr verdammten Mistratten! Ey! Wie die mir einfach schon mal. Okay, und hier oben muss ich jetzt schnell vorbeilaufen. Oh nee, so viel zu schnell vorbei. Ne? Okay, alles klar. Steht der Hund da einfach direkt im Eingang? Ist die Prozession schon los? Oh nein, die sind schon los. Mist. Naja, hat ja auch vorhin funktioniert. Ich laufe einfach dran vorbei. Warum ist hier noch ein Hund gerade hinter mir? Das ist eine Schweinerei, ist das? Ja, also das Killen. Moment, wo ist mein. Na, das liegt jetzt unten, oder was? Och, nö. Das Killen von diesem Kleinen hier, weiß ich nicht. Hat jetzt nicht so viel gebracht, hatte ich das Gefühl. Baum, mach dein Ding. Los. Okay, es hat keinen Schaden gemacht, aber. Ah, doch, den mit den roten Augen, den sollte ich, glaube ich, schon killen. Ah, Dankeschön, Bäumchen. Was zum Teufel? Das ist voll nervig. Ey! Ja, der kommt ja wieder, der war doch gerade tot. Okay, dann ist es echt egal. Oh! Okay, irgendwie hat es funktioniert. Ich weiß nicht, was ich genau gemacht habe. Zu viel gewollt. Zu viel gewollt. Ab nach unten. Wo ist mein Loot? Da ist mein Loot. Den will ich schon mitnehmen. Das sind schon ein paar Pünktchen hier. So, keine Heilung mehr, aber diesmal guckt der Hippie aus dem Baum raus. Was zum. Okay. Kann ich dir die Füße hauen? Nee. Vielleicht die Hand. Was liegt hier rum? Warum ist hier Loot?
Heimatknochen. Okay, und? Kriegsgott Holzschild. Ah, nee. Nicht bewerfen, bitte. Aua. Können wir... Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das ist alles zu viel. Au, okay. Wir werden geschnappt. Auch gut. No, das war's. Ei. 3800 Pünktchen. 101 Dalmatiner. 101 Dalmatiner sind im neuen Lorcana, sind die mit drin. Ist ziemlich cool. Also 99. 99 kleine Dalmatiner darf man jetzt in sein Deck packen. Ja, ja, Ratten. Was machen wir jetzt hier? Lauf, versuchen wir es mal so. Ja, das scheint zu gehen. So, der Hund steht nicht hier, das ist gut. Finde ich okay. Prozession ist auch am Start. Okay. Ja, ja, lach über mich. Ist das stressig, hierher zu laufen. Da geht mir auf dem Weg schon die Pumpe, dass es knallt, ey. Also, den mit den roten Augen. Jetzt mal wegmachen, der war irgendwie ein bisschen nervig. Genau, und damit wacht auch gleich der Baum auf, das ist gut. Ich weiß nicht, ob man das noch Baum nennen kann. Ist das ein Baum? Okay, ihr spawnt einfach direkt hinter mir. Nice. Hab ich gern. So mag ich es am liebsten, wenn ihr einfach hinter mir spawnt. Das ist am coolsten. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was ich jetzt ausrichten kann. Nein, ich habe eigentlich eine Rolle gemacht. Ärgerlich. Nee, das ist jetzt doof. Okay, also ich glaube, hier kann ich die Hand... Ja. Was ist das denn jetzt für ein Move? Kannst du noch mal... Aua. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, genau, das will ich. Nein! Nein, so wollte ich es nicht. Och, Mann!
dachte, er steht ganz auf und macht nicht die Arschbombe nur. Ah, ärgerlich. Mist. Und nochmal. Diesmal. Nee, das mit den Ratten war ja eigentlich okay. Da bin ich ja gut durchgekommen, ne? Ach wie? Schnauze. Ach, hüpfen, ja, ja. Seltsam. Ich mache jetzt hier noch was anderes. Ich benutze... Moment, zusätzliche Effekte. Oh, Details vergleichen, nein. Gegenstandinfo. Du blöder Köter. Springt der hier einfach runter? Ich wollte hier lesen, Mann. Nein, ich will... Was will ich? Das. Fertigkeit, genau. Waffenfertigkeit. Okay, das geht mit dem Großen auch. Ist das irgendwie cooler als der andere? Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal, weil es ein Großschild ist. Was habe ich denn jetzt für eine Rolle? Immer noch voll okay. Perfekt. Diese Prozession, die da kommt, ne? Das ist doch ein Mist. Nicht hauen. Wobei, das ist doch Quatsch. Eigentlich sollte ich die Waffe zweihändig einfach nehmen. Eigentlich sollte ich die Waffe einfach zweihändig nehmen, weil Schild benutze ich hier ja eh nicht. Let's go. Let's go. Baumi, mach dein Ding. Zumindest keinen vollen Schaden irgendwie. Okay, das geht ganz gut, das geht ganz gut. Ja, die Arschbombe, die ist ein bisschen die ist nervig. Also. Aua. Komm, steh auf. Das war vorhin super, als du aufgestanden bist. Ja, nein, 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 was ist das? Das ist schon wieder was anderes hier. Oh, jetzt kommen meine zwei Legs. Gut, alles klar. Keine Ahnung warum, ich verstehe es nicht. Ansonsten läuft das Spiel perfekt. Okay.
Ah, okay, da kommen drei. Mist. Ah, ich wollte gerade rollen. No, shit. Den Bogen kann ich mal raustun. Was haben wir denn hier noch so? Feuer hinzufügen. Feuer hinzufügen. Ich meine, ich könnte das auch benutzen. Ausdauerregeneration repariert. Verwandeln, um in Umgebung einzufügen. Was? Blitz? Nee, Feuer ist schon cool. Harzbündel, Kiefernharz, das hält wahrscheinlich länger. Und wie aktiviere ich nochmal? Ah ja, genau so. Okay. Aha. Damit sind die dann auch ein One-Shot. Das ist natürlich ganz nice. Ah, zweihändig natürlich auch, ne? Ah, nee. Auch einhändig. Nicht, nein! Oh Gott, an irgendeinem hässlichen Stein hängen bleiben, weil er keine Treppen rauflaufen kann. Ich kriege hier aber auch gerade, also in diesem Spiel kriege ich gefühlt mehr Panik als sonst bei bisher. Nee, haut mich mal nicht. Baum, mach du mal dein Ding. Okay, das ist alles ein bisschen seltsam hier teilweise. Arschbombe! Jawohl! Okay. Was auch immer jetzt gerade passiert ist. Ich glaube, es wäre angebracht, das hier zu benutzen. Ey, komm! Nee.
check's noch nicht ganz. Ich check noch nicht ganz, was hier abgeht. Viel zu weit laufen hier. Wo ist denn... Ich will dein Ding ab... Nein, Mist. Ich hab's mir fast gedacht und hab trotzdem irgendwie hart verkackt. Nee, Arschbombe! Mist. Nee, mach denn deine Grütze mal da weg. Och ja, klar. Oh Mann. Das ist ein ätzender Kampf. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was mir lieber ist. Es ist alles irgendwie ätzend, weil der so groß ist. Und so, keine Ahnung, ich sehe nicht, was passiert. Können wir uns darauf einigen, dass ich hier einfach dran vorbeilaufen darf? Und der Hund dann mich nicht anspringt? Jawohl. Ich bin sehr verwirrt, dass die Prozession diesmal so stand. Ist das random teilweise, was hier los ist? Ey, das muss doch jetzt echt nicht sein, dass du magnetisch hinter mir herfliegst, ey. Und dieser dämliche Tipp, großer verfluchter Baum voraus. Als ob ich das nicht selber sehen würde. Spätestens wenn da dran steht, verfluchtes Großholz. Es gibt übrigens hier in der Region einen Ort, der heißt Großholzleute. Ich glaube, es gibt auch einen Kleinholzleute. Dass man hier auch echt nicht so nah dran stehen darf, ist auch ein bisschen nervig. Ich verstehe nicht so ganz, wo ich hier zerdrückt werde und wo nicht und alles komisch. Ach so, und jetzt sehe ich keine Grütze, aber krieg trotzdem Grütze-Schaden. Hör auf! Komm mir nicht hinterher und... Dass ich diesen Sturz überlebe, keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht ganz. Okay. Ey, ich hab's nicht aufgesammelt. Danke. Bin ich so vielleicht besser dran? Weiß ich nicht. Ah, da kommen zwei, nee, drei kommen da, ne? Fuck.
Schnauze. Oh Mann. Du bist ein ätzender Baum. Oh, tot. Was ist das für ein Bosskampf? Was ist das für ein Bosskampf? Der macht nicht wirklich Spaß, ehrlich gesagt. Ja, jetzt haben wir hier wieder magnetische Hunde. Ja, guck mal an, ey. Magnetische Hunde. Warum habe ich eigentlich dieses Schild dran? Weg damit. Jetzt bin ich ja noch einen Ticken schneller, ne? Glaube ich. Die Rolle ist noch ein bisschen besser. Wie kriege ich das hier besser hin? Zumindest keinen Schaden bekommen. Okay. Jetzt haben wir wieder die Grütze-Arschbombe. Okay, was war das für eine Hitbox? Die war ja mal ganz wild, dass ich da getroffen wurde. Das war unfair. Könnt ihr mal aufhören zu spawnen, ey? Das ist voll mies. Ach ja, genau. Du triffst mich dann, wenn ich mich nicht wehren kann. Schon wieder diese Dark Souls-Nummer. Ich dachte, das hört in Dark Souls 3 auf. Das ist genauso dämlich. Wie auch immer ich da keinen Schaden gekriegt habe. Schon so viel saufen müssen jetzt in dieser ersten Phase, weil ich nicht an seinen Eiersack hinkomme, ey. Weil diese kleinen Bastarde hier rumspringen. Ohne die kleinen Bastarde, das... wunderbar. Der Dark Souls-Lag ist auch am Start. Oh, diesmal dreimal. Nice. Ach so, ja. Danke. So, zumindest kriege ich meinen Loot wieder. Das ist mittlerweile echt viel. Also rein, ich bin gerade am Überlegen, ob ich...
Ja, komm. Pack das. Ich gehe ein bisschen leveln. Nee. Leveln. Ah, nee. Ja, warte mal. Kann ich meine Axt aufleveln auch? Das wäre natürlich was. Waffe verstärken. Diese bitte. Ja, sieht gut aus, ne? Nochmal? Wo sehe ich was? Ach da, kleine Titanitscherbe. Na gut, passt. Die nochmal aufgewertet. Und dann habe ich vorhin gar nicht benutzt. Ja, die sind hier drin, ne? Das verkohlte Kiefernharz sollte ich natürlich auch noch benutzen. Ja, ist okay. Bisschen Geschicklichkeit wegen dem Bogen war noch so eine Sache, ne? Und Belastbarkeit schadet natürlich auch nicht, aber momentan geht's. Ausdauer, ja, warum nicht einen Punkt? Oh, ich... Was? Achso, benötigte, da steht's. Stärke. Das war's. Zweimal. Hm. Was ist ein Glück? Finderglück. Okay. Na, ja, dann machen wir lieber Stärke und Leben. So, und dann noch die volle Dröhnung, weil... Nee, ich will es einfach nur benutzen. Zünden wir uns mal an. So. Probieren wir es nochmal. Das sieht gut aus, ja. Verfolger Doggos, jawohl. Ja, ist ja jetzt gut, ey. Was? Hier steht noch was. Was steht hier? Im Bauch befindet sich ein Wandlungsofen. Was? Im Bauch? Im Bauch von dem Baum? Wait. Warum wacht er nicht auf? Jetzt wacht er auf. Okay. Er hat Schieß gehabt. Ha! Ja, ja. Ist gut, ist gut. Oh, mir fällt gerade auf, ich könnte ja, glaube ich, meine Flakons noch verstärken. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Grütze, gehst du weg? Ja.
Oh ne, neue Grütze. Ach, leck mich doch. Die Grütze macht mir Schaden, die ich nicht sehen kann. Die Grütze im Boden. Unsichtbare Grütze im Boden. Die habe ich ja am liebsten. Und der mittlere noch. Jawohl. Autsch. Nein, ich habe zu viel einmal... Boah, aber wie viel Schaden der mir hier plötzlich macht. Was war das denn? Mist. Shitty. Warte kurz. Ja, oder? Ja, oder? Ich hoffe es. Gut. Ah, sehr gut. Wandlungsofen. Seele des verfluchten Großholzes und ein Wandlungsofen. Was ist ein Wandlungsofen? Ich weiß nicht, der Kampf hat mir jetzt gerade nicht so viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin einfach froh, dass es vorbei ist. Macht Seelenwandlung möglich? Ein alter Wandlungsofen aus Kurland, hergestellt aus Häuten der Kristallechsen. Okay. Dem Aschefürsten Ludleth gegeben, um eine Seelenwandlung durchzuführen. Dieser Ofen kann verdrehte Seelen wandeln, um mit Hilfe ihrer konzentrierten Essenz Spezialgegenstände herzustellen. Von jenen, die es nicht zu verwenden wissen, als verboten, verdammt. Was? Mit der Ansammlung des Fluchs, das dunkle Siegel wird niemals heilen, doch gibt es eine Geschichte über eine Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückkehrte und dem Träger des Fluchs großen Trost brachte. Das ist quasi einfach nur dunkles Siegel, das ist quasi, ist mein Ding, ne, irgendwie. Hab ich jetzt, oder habe ich da Story vergessen, die mir erzählt wurde? Ring der Opferung, ja, wir wissen Bescheid. Der blaue Pfad. Nutznießer einer alten Übereinkunft. Wenn sie einen Finstergeist bedroht, wird ihnen ein blauer Geist zu Hilfe kommen, um den Eindringling zu beseitigen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Okay. Dankeschön, Ken. Danke, danke. Ja. Jetzt bringe ich, also keine Ahnung, ich würde mal vermuten, dass dieser Wandlungsofen, dass der für
dass der für André ist. Weil hier unten, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht gesehen, dass es hier unten weitergegangen wäre. André! Kannst du was damit anfangen? Guck mal. Ah, well met. Tis good to see ye in good health. What needs smithing this day? Wie? Höhere Nutzungsanzahl. Weapons and protection are sturdy, but when overused, when their durability, use a powder. But ja, okay. While hammer them, they take no plezzo. Handle them. Okay. Langschwert, Breitschwert. Nee, fühl ich nicht. Pretty, be careful. Ey, den Boss, den fand ich jetzt aber irgendwie nicht cool. Welcome home, I shall speak then. Very well. Then touch the dark hick nourishment from. Ja, ist okay. Gehen wir mal auf 12. 15 Belastbarkeit, bisschen Kondition. Nee, dann gehen wir so. Kriege ich. Kann ich nur dreimal leveln? Ja, ne? Ja. Schade. Ich hätte gerne. Dann. Belastbarkeit ist eigentlich okay. Dann gehe ich lieber auf 20 Stärke. Let's go. So, wer von euch kann mit dem. Kannst du vielleicht was mit dem Wandlungsofen anfangen? Bis jetzt hat mir keiner gesagt, er will einen Wandlungsofen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Hey, kleiner Mann. Kannst du mir eine Info geben? Ich habe hier so ein Ding. Das ist mein Thron. Wandlungsofen hergeben, guck mal an. Jo. Oh, belike it is. A transposing kiln in thy possession. Ja. Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Eine verdrehte Seele. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power. Ihre wahre Macht auf euch übertragen. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear? Eure Aufgabe ist, Fürsten zu suchen und zu vernichten. So habt ihr von Wandlung nichts zu befürchten. Okay, Drasko, grüß dich. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid und danke fürs Einschalten. Wandlung beginnen. Hä? Ah, wait. Oh. Hüllenschlechter Großschwert. Hier kann ich mir jetzt Waffen basteln lassen. 30 Stärke brauche ich für Worts Großhammer. Arstors Speer. Aha, aha, aha. Hohe Priesters linkes Auge. Regeneriert Trefferpunkte mit Folgeangriffen. Wort vom Nordwindtal, kann ich entweder die fette Keule bauen. Okay, ich verstehe. Da brauche ich aber für den Speer und das Hüllenschlechter Großschwert brauche ich noch etwas. Geschicklichkeit. Ja, könnte ich mir aber vorstellen. Und natürlich so ein Großhammer kann ich mir auch immer vorstellen. Großhammer klingt großartig. Den müsste ich ja auch jetzt schon benutzen können. Aber Trefferpunkte mit Folgeangriffen? Nein. Moment. Eigentlich will ich parieren in diesem Spiel. Ich möchte versuchen,
ein Schild zu finden, mit dem ich gut parieren kann. Und nicht diese ständige Ausweicherei, die ärgert mich nämlich. Das finde ich nicht cool. Deswegen... Ist halt auch ein Großschwert, ne? Das ist eigentlich zweihändig. Großschwert bedeutet eher so zweihändig, aber ich brauche nur 14 Stärke dafür. Vielleicht kann ich das doch einhändig benutzen. Aber dann könnte ich mir aus Worts Seele den Ring machen lassen. Probiere ich. Ich habe nämlich noch keinen ordentlichen Ring. So. Und jetzt? Wo muss ich hin? Ich gucke mir noch mal die Stelle mit dem Baum an. Ah, Moment. Aber hier will ich jetzt wieder ein Schild haben. Ja, ist ja gut, Rattis. Ist ja gut. Oh. Okay, ich treffe einfach gar nichts. 5 Schläge, die vorbeigehen, cool. Also, dann schauen wir doch mal hier drüben. Nach dem Boy da oben. Wow, die werfen auch mit ihren Krügen. Und holen dann Sensensägen raus. What? Okay, das war's mit meiner angezündeten Seele. Jetzt sind wir wieder auf ganz, 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 ganz wenig Trefferpunkten. Wow. Können wir bitte... Du musst natürlich den falschen Moment wählen. Lol. Ich glaube, ich weiß, was mit der Hexe passiert. Die fällt hier runter. Die steht jetzt da unten. Die leckt, die backt manchmal hier runter, ist ja witzig. So, komm du mal her jetzt. So. Und was machen wir jetzt mit den beiden Boys? Kann ich einen von euch vielleicht? Nee. Kommen direkt beide. Jawohl. Am besten sind jetzt noch die Ratten hinter mir. Könnt ihr mich mal bitte nicht durch Wände hindurch killen? Ach ja, komm. Ja. Und schlagt weiter durch die Wände durch. Es ist doch ätzend. Oh, Hallöchen!
du stehst ja immer noch hier. Also, ganz ehrlich. Also mit sowas habe ich ja echt nicht gerechnet, nachdem mir Dark Souls 3 so hoch angepriesen wurde. Köderschädel. Kurz überlegt, was da oben ist. Hey, wer bist du denn? Hallo? Another one of those unkindled, are you? Yep. All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. Überhaupt nicht. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. Okay. Like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others you're fool enough to play, then go on ahead. Okay. Ist das die verlassene Kirche? Wahrscheinlich. Und was ist hier? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Ja, wer hätte es gedacht? Okay. Ja, Moment mal. War jetzt dieser Baum war ein optionaler Boss, damit ich dieses Ding bekomme? Ist ja verrückt. Wieso? Hey, Zwiebelboy, bist du ein Kumpel? Oder eher nicht so? Absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Yeah. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Yeah. Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Hä? Der ist gerade eben hochgefahren. Well, that doesn't get me anywhere. Der Lift ist gerade eben hochgefahren. Das ist doch eine Schweinerei. Naja, bis gleich. Ich such mal einen Weg. Das gefällt mir nicht. Hallo? 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 Oh, hi, wer bist du denn? Hallo? Kennen wir uns?
Oh Gott. Du siehst aus wie eine kleine Version von dem Boss von vorhin. Yep. Und genau das bist du auch. Au, aua. Ei, ei, ei. Au, aua. Und schnell. Und verdammt schnell. Stopp, stopp, stopp. Warte kurz. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Kannst du aufhören? Erfrierung? Okay, er hat nicht besonders viel Leben, aber... Ganz schön wüst. Ja, ich hab deine Mama gekillt. Entschuldigung. Ja doch. Ratti, Ratti, Ratti. Ja, sorry Leute, lasst mich mal vorbei. Nee, nicht so. Könnt ihr kurz, bitte, wartet, aufhören, stopp. Ich will nur vorbei. Wir haben schon wieder... Hey, kannst du mir vielleicht helfen? Guck mal, ich habe eine Schar hinter mir. Nee? The fuck? Ja, wo bist du? Siegbert. Nee, wie heißt der? Ich weiß nicht mehr. Zwiebelritter. Der ist auf halber Ebene hier irgendwo. Aber ich sehe nicht wo. Ha. Seltsam. Nur erstmal saufen. Wer weiß, was hier oben passiert. Hi, darf ich kurz mit dir reden? Frieden schließen. I help anytime. What? I help anytime. I help anytime. Okay. Vielen Dank. Aber... Ja, jetzt kann ich da hinten halt looten wahrscheinlich. Da war noch ein bisschen Loot. Hey, was ist das denn da unten? Kannst du... Wärst du so freundlich? Ich bin mir sicher, der geht mir auf den Sack nachher. Sieg Meier war's in Dark Souls 1. Ja, genau, irgendwas mit Sieg. Guck mal, habe ich's doch noch richtig im Kopf gehabt. Habe ich's doch noch richtig im Köpfchen gehabt. Ja, Sieg Meier. Ja, sorry. Der Aufzug fährt mich leider einfach weiter nach unten. Tut mir leid. Mittlerweile sind es 3 Lags. Und was macht diese Hexe jetzt hier? Ich will... Warum? So. Ich muss da unten noch jemanden verprügeln. Ich habe meinen Harz schon wieder komplett vergessen. Soll ich das jetzt benutzen? Das kann ich gar nicht benutzen. Warum kann ich das nicht benutzen?
Ja, ich habe deine Mama gekillt, ich weiß. Nee, eigentlich habe ich keine Lust zu erfrieren. Mach mal das Loch hier auf. Ah, Leuchtfeuer. Cool. Verprügel ich dich jetzt oder lassen wir es? Ah, ich glaube, wir lassen es. Na, ja. Ja, Siegmeier, keine Ahnung. Ist alles irgendwie gerade strange. Sorry. Ach, irgendwie hätte ich ja schon Lust, mich mit ihm zu prügeln. Ja, komm, jetzt haben wir das Leuchtfeuer direkt nebenan. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen drauf achten, was ich tue und nicht einfach drauf prügeln. Hey! Hier bin ich wieder. Grüß dich! Eieiei! Hey, wie schnell der draufprügelt. Ist schon hart. Ey, stopp! Stopp! Das war knapp. Das war knapp. Ich hab ihn gleich. Furuta! Ups, nee, Moment. Furuta! Hua! Aua! Na bitte, geht doch. Gerades Irithylschwert. Gerades Irithylschwert. Mehr Geschicklichkeit. Ich muss ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Haltung, während Haltung angenommen wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen und dann einen schweren Angriff, um mit einem Ausfallschritt nach vorne einen Hieb nach vorne auszuführen. Was? Okay. Hier gibt es auch noch ganz wilde Mechaniken anscheinend. Mit der Ergatterung dieses abgefahrenen Schwertes haben wir wieder eine Folge fertig. Und damit danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.